Hallo und herzlich willkommen. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Und als erstes auf meinem Kanal gibt es den Preisguard um 17 Uhr. So ist es. Meine erste Aufnahme seit, ja, über 2 Wochen. Hab im Urlaub auch keine Karte in die Hand genommen. Das kann ja was werden. So, es geht gleich mal los mit dem ersten Spiel. Mittelhand hatte 18 gesagt. Okay. Ja, also so werde ich natürlich gerne aus dem Urlaub begrüßt. Da habe ich nichts gegen einzuwenden. Gleich mal mit dem Grang sogar Schwarzoption. Das ist natürlich sehr erotisch. Na? Ja, Portugal war schön. Den ein oder anderen Schwank werde ich wahrscheinlich dann eher mal im Livestream erzählen. Oder auch nicht. Aber jedenfalls nicht jetzt hier im Video, weil das ist ja irgendwie ohne Interaktion nicht ganz so amüsant. 4 volle, nichts dabei. 18 sind's, wenn Bube drin liegt, dann ist es ein schönes Spiel. Ansonsten nicht, ja. Es gibt, ich habe das schon im Discord geschrieben, so ein paar Events im September. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Sage ich am Ende des Videos nochmal was dazu. 23 haben wir jetzt schon. Okay, zweifach. 6 Trümpfe, 2 Pik und 2 Karo. Ja, Puro und Skatgott haben wir jetzt hier als Gegner heute. Mal sehen, was das so wird nach diesem ersten Bombastspiel. Werde ich hier erstmal wieder passen. Ja, ich denke mal, oder ich hoffe mal, ich habe Skatspiel nicht verlernt in den 2 Wochen. Klar ist die Routine vielleicht nicht mehr ganz so da, aber das wird schon werden. Ja, hier probiere ich es mal mit Kreuz. Okay. Hat er wirklich die Doppellusche oder hat er den König nicht gelegt im ersten? Doch, die Doppellusche tatsächlich. Dann ist wohl rechts noch der Kreuzkönig. Ah ja, 5 Trümpfe. Und das war's. Ja, auch 2 schöne Spiele. Oh. Wieder so ein Monsterblatt. Da werde ich wohl einen Grand Hand spielen. Hätte mir fast die Schneideransage überlegen bei Passe Passe, aber kann ich immer so schlecht einschätzen, wie wahrscheinlich das ist. Es sind ja nur 2 volle noch draußen, aber halt noch ein paar Bilder mehr. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht ganz so simpel, immer Schneider zu spielen. Jetzt, wo die Jungs verteilt sind, ist es natürlich immer Schneider. Ja, wenn das jemand weiß, wie wahrscheinlich so ein Spiel Schneider wird und ob die Ansage für 24 Punkte mehr sich lohnt, ab in die Kommentare damit. Lese ich mir gern durch. Kreuz. Gut, dann muss ich ja jetzt mal jetzt hier weiterspielen. 18. 25. Die Abwürfe sind ein bisschen unklar für mich. 10.
Okay. Sechsundvierzig. Hat er genau die Pik-Bälle gedrückt. Ja, war nicht ganz optimal von mir vorgetragen, nachdem er da die erste Pik 10 schmiert und dann Herz König, war es schon fast klar, dass die Pik 10 blank war. Insofern muss ich da wahrscheinlich von der Sache her Pik Ass eigentlich ausspielen. Aber gut, so ging es jetzt auch. Herz. Stochern wir mal ein Kreuz rum. Na, Volltreffer. Hat er auch schön die Übergabe wieder mit meinem König, wenn er sie denn nehmen wollte. Ne. 15. Okay. 6 Trümpfe. 19. Ja, dann soll ja noch mindestens ein Peak dabei haben. Ich noch zwei, oder? Ja. Na ja, alles richtig. Ja, ich hab's noch nicht ganz verlernt. Das ist ja schon mal ein gutes Ergebnis. So. Im Moment sieht's auch gut aus. Drei Gegentrümpfe in Herz. Schade. Hat mal nicht drauf gehen. 19. Okay. Ja, lege ich rein. Okay, hat genau ein Kreuz und ein Pik gehabt. Da ist natürlich das Ass jetzt leider zu spät. Dann hat er noch. Was hat er denn da noch in Karo? Ist egal, ich spiele erstmal. Ja, habe ich ihm jetzt die 10 hochgespielt wahrscheinlich. Das ist natürlich enttäuschend. Aber die kriegt er halt dann so oder so. 62. Tja, wenn er Kreuz Ass direkt spielt, dann haben wir natürlich leicht gewonnen. Bei mir waren jetzt nicht so viele Unschärfen drin, glaube ich. Augen haben liegen lassen. Müsste gucken, ob ich ihn irgendwie in Trumpf einspielen kann. Geht aber, glaube ich, nicht. So, was machen wir jetzt mit der Karte? Das ist ja auch ein Ding. Fünf volle. Glaube, ich reiz mal über den Null. Ja, und guck dann auch rein. Ah, guck an. Jetzt muss der irgendwie als Grand gehen. Ich lasse einfach mal alle vollen oben, oder? Eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht. 14 gedrückt. Natürlich blöd, wenn Karo Ass König direkt kommt für Abwürfe. Am schönsten wäre eine schwarze Farbe. Das ist jetzt so semi-gut. Ich steig mal nur mit der Dame. König ist ja gedrückt. Er wird ja meist von der eigenen 10 dort spielen. Hat selber anscheinend den Karo Jungen rechts. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Es wird auch alles bedient. Okay, er hat sogar von seiner einfach besetzten 10 gespielt. Das ist ja
Nochmal erstaunlicher. Da wird ja sogar Schneider, das Ding, das glaubst du nicht. Na gut. Nehme ich mit. Ja, die Karte jetzt hier, 5 Trümpfe, nicht viel dabei. Ich glaube, die werde ich mal weglassen. Karo. Viererlänge macht man ungern auf, wie man hier wieder sieht. Aber 21. Muss auf jeden Fall den König probieren, wenn jetzt hier der Stich, wenn der abgestochen wird. Ne, okay, er nimmt den raus. 35. Ich glaube, wir können ein paar Herzabwürfe generieren, gegebenenfalls, wenn wir Pik spielen. Sticht ein, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Warum kommen denn keine Herzabwürfe? Zweimal Herz kann er doch abwerfen. Dann haben wir doch ganz schnell sein Herz Ass. Wenn ich die 10 scharf vorspiele. Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, das wäre super gegangen. Er hat ja nur 2 Herz dort, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder hat er 3? Er hatte 2. Er hatte 2, denn Skatgott hat Ass, König, Lusche gehabt. Er hat einfach da Herz abwerfen können. Hätten wir, glaube ich, leicht gewonnen, das Spiel. Na gut. Sei es drum. Grang. Da hat das Blankas getroffen. 3 Jungs auch noch dabei. Dann sehe ich hier kein Entkommen. Ja, wahrscheinlich macht die Dame noch einen Stich. Nö, nicht mal das. Dickes Ding. Das ist nichts. Ja, Puro ist natürlich bei dem Stand wahrscheinlich auch nicht mehr hochkonzentriert, was auch erklären könnte, warum das gerade so in die Hose ging im Gegenspiel. Oh, passe, passe, aber bei Puro muss man Sorgen haben, dass er jetzt auch schon sehr, sehr viel passt, aber ich glaube, mit dem Alten gehe ich hier trotzdem rein. Immerhin, 2 Trümpfe in Pik, das war schon eine der besseren Findungen, die man hier kriegen kann. 14 gelegt. Ja. Ob das schmeiße ich Herz ab. Das hilft enorm. Ich glaube, dann habe ich den gewonnen. Selbst wenn jetzt die Trümpfe schlecht stünden, was sie nicht tun. Gut. So, und dann gleich noch ein Anschluss-Game. Ah, guck an. Der Bube. Ja, zum Grang ist es nicht gut genug. Würde ich sagen. Ja, lohnt sich einfach nicht. Guter Stand. 6 volle draußen. Nehmen wir die 60. Oder gar 72 Augen mit fürs Kreuzspiel. So, aha, dann 14.
Nehmen wir mal raus. Ja, so haben wir auf jeden Fall den Schneider. Na, ist doch auch ein Kragen. Da halte ich mich mal raus. So, doch, Puro reizt also noch. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Ja, wie behandle ich den denn? Könnte er jetzt mit der 9 da, macht er aber nicht. War der jetzt. Die 8 muss ja eigentlich blank gewesen sein, aber hilft nichts, der hat dort beide Alte. Na gut, dann machen wir hinten raus noch. Okay. Dann muss jetzt der Pik-Einschub kommen. Ja, es hilft auch nichts. Weil wenn er nicht Pik Ass führt, dann können wir auch gar nicht gewinnen. Oh. Uiuiuiui, das ist doch schon wieder Grang verdächtig. Ist das nicht sogar ein Grang Hand vielleicht? Sagen, eigentlich schon. Drei Abgabestiche, naja, theoretisch zu verlieren, aber schwer. Ich spiele ihn als Granghand. Denk mal, der wird nur sehr schwer verloren. Na, jetzt vielleicht erst die Dame. Die Moly. Mit Vieren sogar. Da flog jetzt leider ein Pik raus, aber da fliegt noch einer raus. Insofern. Alles gut. Da liegt vielleicht noch ein Pik drin, oder was? Tatsächlich. Das war mal ein Granghand. So gefällt es mir. Gut. So. Das gefällt mir irgendwie hier gar nicht gut, deswegen passe ich direkt. Na Mensch, zur Halbzeit fast 1000, also Euroskat sagt auf jeden Fall willkommen zurück, Julian. Wir freuen uns, dass du weiterhin auf unserer Plattform zu Gast bist. Und ich sage Obrigado, denn das sagt der Portugiese. So, Obrigado hin oder her, dieser Grang geht an Puro. Aber wir sind schneller frei. Schon wieder vier Jungs. Halleluja! Was ist denn da los? Also unglaublich. Manchmal kann man sich nicht wehren gegen die guten Karten. Ne? Wollte übrigens keiner Tandem mit mir spielen. Sei nur nebenbei gesagt. 18. Sogar noch eine Schneiderchance. Na gut. Jetzt nur wenn die Kreuz 10 mit der Belle zusammensteht. Ist nicht der Fall. Alles gut. Riesenspiel. Ich bin weg. 18 kann man halten, falls er irgendwie nur anreizt. Aber letztlich hatte ich jetzt zuletzt nicht den Eindruck bekommen, dass Puro das so handhabt. Tja, jetzt bei der Halbzeit schon im Geld, ist ein Ding.
Ist ein Ding. Null. Blank beim Null, relativ Standard. Oh, gucken wir mal, haben wir direkt geschneckt. Das war ja einfach. Schon wieder vier volle. Könnte man anreizen, dann müsste man Karo, vielleicht, ich sag mal 18. 18 ist okay. Gut, dann soll er spielen, wenn er immer noch Lust hat. Null. Schon wieder null. Tja, wie setzen wir den denn fort? Eigentlich erst das blanke Ass raus und dann die Frage, auf was wir wechseln. Wechsel mal hier auf Kreuz. Hat auch noch den Karo-Buben oben, okay. Ja. Das war natürlich eine Möglichkeit. So. Nö, Mittelhand sage ich da nix. Schon wieder null. Wird jetzt immer null, oder was? Das ist der dritte hintereinander. Das erlebt man ja auch relativ selten, würde ich sagen. Drei Nulls in a row. So, die erste Schwäche hat er schon mal geschickt ausgekontert. Von Ass Dame spielt er. Okay, Dame aus. Ey, muss ich ja jetzt tauchen. Oder? Da die Herz 9 auch noch oben. Naja, der war nicht besonders stark. So, hier würde ich mich mal hinreißen, über den Herz zu heben. Dann habe ich bei den schwarzesten Farben noch, kriegt das Spiel. Gut, wie ist es mit dem Grang jetzt hier? 14, 22, 33, 43, 47 komme ich nur, ne? Wenn die Jungs nicht verteilt sind, das ist ein bisschen dünn. Wenn Kreuz 2-2 steht, gewinne ich. Wenn Jungs 1-1 stehen, gewinne ich. Tja, ansonsten, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist jetzt hier den Pik zu spielen. Mein Vorhand auch ein bisschen weak. Ah, ich spiele jetzt einfach den Grang. Augen zu und durch. Man hat halt nicht so viele Steuerungsoptionen, glaube ich. Kreuzabwurf ist schon mal nicht so schlecht. Okay, jetzt ist wiederum nicht so gut. 32. Wohn 40.
komme ich genau auf 60, wenn ich jetzt den Jungen abziehe und dann 14. Ja, aber ich, naja, ich ziehe zuerst das Ass. 56. Jetzt versuche ich ihn links daran zu bringen. Ja, es hat geklappt. Sechsundfünfzig, so, zack. Okay. Da haben wir den auch nochmal gewonnen. Na, ein bisschen, war mit ein bisschen Nachdenken verbunden. Wenn ich erst den Jungen ziehe und dann das Ass, dann ende ich, glaube ich, auf 60. Der Schlüssel war es jetzt, irgendwie rauszukriegen, wie ich Puro ans Spiel bekomme. Das gelingt mir irgendwie, wie ihr wisst, aus meinen Streams, oftmals nicht. Aber hier schien es jetzt so, dass er wohl nicht die Pik-Dame zu zweit hat. So, was ist hier jetzt ein Karo? Kreuz kam raus. Doppel nehmen wir raus. Acht. Okay. Ja, weiß ich nicht. Finde ich dann noch nicht so toll. Zweimal Pik-Abwurf. Weiß nicht, kann hinten raus natürlich helfen. Ja, was hat er denn dann einen Peak? Ey, wieso wirft er denn dann von Peak ab, wenn er selber 10 zu 4 da hat? Na gut, sonst hat er nur die Herz 10 einfach besetzt, ne? Hat er, also, na gut. Ich glaube, das blanke Ausspielen war jetzt irgendwie nicht so gut gewählt von ihm. Dann sollte er lieber von Peak 10 zu 4 aufmachen. Dann wird es irgendwie deutlich besser, glaube ich. Weil so weiß er ja gar nicht, was er machen soll. Stechen, abwerfen hat er eigentlich nichts. Na gut, Grang. So. Immer 14 Augen anbieten. So, 28. Zweiunddreißig. Zweiundvierzig. Ob da spiele ich mal einen Jungen raus? Jawohl. 63. 1A. Gegenspiel sehr gut. So, naja. Hier. Passe, passe. Da habe ich auch keine Lust. War irgendwas mit Null und Wehr oder so. Da lag schon ganz interessant dafür drin. 18 hätte ich ja auch gesagt, aber die kann ich nicht mehr sagen. Insofern. Dann geh mit Gott, aber geh. Ja, der ist natürlich auch noch gut im Rennen, der Skatgott. Kann man nicht anders sorgen. Findet sogar den Karo-Aufschlag nicht schlecht. Aber was spiele ich denn jetzt? Ich spiele einfach Karo-Dame. Vielleicht war der blank, kann er jetzt was abtragen. Tatsächlich, er sticht aber. Da aber nichts zu holen. Nochmal passe, passe. Kreuzlich.
Das sieht nach einem Sechstrümpfer aus. Vielleicht sechs Trümpfer, ein Karo, drei Pik. Ja. So ist das. Gerade so ins Schneider freigerettet. So, und Vorhand hier eine schöne Karte. Passe, passe. Nicht hervorragend gefunden, aber das Spiel war ja so schon respektabel. Welche? Naja, die Schwarze. Oder? Ich muss mal gucken. Kreuz vielleicht. Zum Peak. Trümpfe stehen auch noch glatt. 2-2. Würde ich mal schätzen. Jetzt bleibt ja der Pik Junge. Obwohl, er könnte Ass, könnte Kreuz Junge, Pik, Trumpf Ass und 7 noch haben, aber. Das wäre auch das Einzige. Ne, das ist 2-2. Ui, wie viel haben sie denn jetzt? 13, 15, 25, 15. Weiß jetzt nicht, was mit Herz los ist. Wahrscheinlich steht's noch zu zweit. Ne, oder ja, weiß ich nicht. Doch, hä? Ah, ich habe ja jetzt König gedrückt. Okay, ja, selber vergessen. Verzeihung. Eigene Drückung vergessen. Kommt schon mal vor. Das kommt schon mal vor. So, hier können wir ein bisschen was sagen. Frage ist nur, ob ich über 20 noch gehe. Also bis 30 wäre es dann. Wir haben ja jetzt so den Punktzahl, wo wir noch ein bisschen was riskieren könnten. Gut, dann spiele ich hier, glaube ich, eher den Kreuz. Versuche die beiden Trumpfvollen zu verstechen. Herz ist jetzt natürlich nicht so schön. Gehen wir gleich Herz zurück. Siebzehn. 29. Tja, das ist jetzt scheiße. Wie ist es denn jetzt mit den Trümmern? Ich glaube, ich muss den rausspielen und hoffen, dass links noch. Ja. So war es definitiv besser. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich den noch kriege. Er hat leider. Das. Ah, gut, reicht auch, wenn er mir die. Was, oder? 21. 31. Nee, ich glaube, ich habe genau 60, wenn er mir das Ass reinwirft. Der Skatgott. Der Puro hat in dem Fall alles richtig gemacht. Skatgott muss die Nerven behalten und mir dort das Ass reingeben. Ich glaube, dann ist genau 60. Ja, ich sag hier mal 18. Wie gesagt, wir sind jetzt hier so in einer Phase. Gut, obwohl eigentlich man kann mit 1558 auch schon das Turnier gewinnen manchmal. Also. Zu riskant, jetzt vielleicht auch wieder nicht, aber drei, bei 93 Teilnehmern muss man oftmals dann doch eine 1600 schaffen. Naja, gut, wir gucken mal. Also der finde ich jetzt okay, 18 zu sagen, aber mehr nicht.
11. Der Dame war blank. Mach ich hier noch einen Stich. 41. 52. Na, bin ich mir nicht sicher, ob ich noch einen Stich mache. Könnte auch die Bälle gedrückt haben. Auf jeden Fall noch ein Trumpfstich, glaube ich. Und wahrscheinlich macht die 10 sogar auch noch einen Stich, ehrlich gesagt. Pik König ist da auch noch, ne? Konnte ja auch gar nicht die Bälle gedrückt haben. Ich wusste ja schon, dass er ein Herz gedrückt hat, aber gut, war jetzt auch egal. So. Das Ding wird gereizt bis 36. Da lege ich mich mal fest. Er hat den Herz. Bombige Findung. Zum Nullover reicht's nicht ganz. Der Grang. Wie ist denn der Grang? Der verliert, wenn. Er verliert, wenn die Jungs 2-0 und Kreuz 2-0 steht, verliert er dann. Dann mache ich, wie viel mache ich denn dann? 3 plus, oder wie viel gebe ich denn ab? Das ist ja dann viel einfacher. Luschen gebe ich ab. 5 Luschen gebe ich ab auf 5 volle. 52. Hat noch eine Menge Bilder, ne? Der wird wahrscheinlich meistens gewonnen, der Grang, aber immer mal den Kreuz. Bei dem Stand, das lohnt wohl nicht. Aber Jungs standen offensichtlich 1-1. Ja. Dann wird der natürlich im Laufschritt gewonnen. Aber ist nicht so schlimm. Die Verlustgefahr war, glaube ich, durchaus gegeben. Das brauche ich mir dann nicht zugeben. Wobei natürlich auch noch, also selbst wenn die Jungs 2-0 stehen, selbst wenn die Jungs 2-0 stehen und die Kreuzen 2-0, dann wird er, glaube ich, auch noch gewonnen, wenn die Karos 2-2 stehen. Naja, ja, ist schon ein sehr guter Gang, aber bei dem Stand, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Jetzt könnte ich mich natürlich ärgern, wenn ich am Ende, wenn dann am Ende einer ein paar Punkte mehr hat als ich, aber darüber wollen wir uns mal nicht ärgern. Dreizehn. Kreuz 10 gedrückt. Sieben Trümpfe, aber nichts dabei. Naja, trotzdem. 24 werden damit mal gereizt. Gut, dann reicht mir das auch. Puro will noch ein bisschen sein Ergebnis korrigieren. Ein Grang. Okay. Faszinierend. Ich glaube, da schone ich sogar die drei Augen. Hä? Was ist das für ein Grang, ey? Das ist doch ein Quatsch. Hat er jetzt einen Jungen gefunden oder was? Total sinnlos. Haben wir Rest. Lächerlich.
Eigenschneider. Er hat einen Jungen gefunden, okay. Boah, da hätte ja ein Riesenspiel gehabt, ey. Naja, gut. Dafür über 1700. So, das Ding. Ein Vorhand, denke ich mal, Karo Hand ist auf jeden Fall angezeigt. Tja, aber mehr als Karo Hand geht dann schon wieder nicht, ne? Na gut. Schade. Schönes Ding. Hat er noch Chancen aufs Geld? Ja. Na gut, dann kann man natürlich auch eine hohe Reizung verstehen. Pikant. Dann fangen wir mal hier mit der Fünferlänge an beim Handspiel. Ist ja wieder ins Volle getroffen. Oh Mann, krass. Na gut, dann würde ich sagen, Herz Ass nach. Vierundfünfzig schon. Ja, der König war ja unnötig. Tja, 60. Hat er mich sogar hier gefoppt. Macht aber nichts. Oh, habe ich mich schön verzählt. Wo habe ich mich denn da verzählt? Krass. Da hat er mich doch gut gefoppt. Da muss ich einfach nur die 10 nachspielen und wir gewinnen, ne? Ich dachte, wir hatten schon 60 nach dem Buben. Moment. Muss ich nochmal zählen. Also 25, 46. Ja, tatsächlich 46 hatten wir dann nur nach dem Herz Ass 10. Total dumm von mir. Na gut, da habe ich ihm einen geschenkt. Ich kann es also doch noch schlecht spielen. 21. Den da durchzulassen, ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee gewesen. 39, ja, wir gewinnen den ja trotzdem. Ja, gut, den davor habe ich ihm geschenkt. Den konnte ich ihm nicht schenken. Der war dann nicht zu holen. 1776, das ist doch irgendeine historisch relevante Zahl. Nicht wahr, nicht wahr. So, Gerang. Was spielen wir denn jetzt? 32, ja, nicht nochmal Herz, schade, ich wollte den doch noch loswerden. 46, spiel doch nochmal Herz, Mensch. Tja, 56 nur. Na, Herz hat er nicht mehr, na, dann kann er es auch nicht spielen. Da gibt's Sinn. Zwei Jungs drin. So, letztes Spiel. Nein. Skatborg-Gott braucht eigentlich noch eins. Aber Puro hält hier mit 400 minus 500 fast ordentlich gegen. Das finde ich unsportlich, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich werd's wohl nicht ankreiden, weil mich's tatsächlich nicht besonders betrifft, aber Skatgott würde ich das empfehlen.
Da mal eine Meldung zu machen. Eine Piklusche ist gedrückt. Drum waren wir denn jetzt? Noch hat er noch drei Kreuz. Reicht uns aber auch nicht. Na gut, das war ja mal eine kein GW für mich. Also, was ist denn da los nach so einer Liste? Na gut, sei es drum. 1776, eins geschenkt, sonst wären es 1816 gewesen. Hoffen wir mal, dass das nicht oder keine oder wenige Konsequenzen hat. Ich würde sagen, ich pausiere mal das Video und dann schauen wir uns zusammen die Ergebnisse an. Bis denn, Leute. So, Leute, die Ergebnisse sind da und Dirk, der Spoilerbär, hat es gespoilert. Ich habe es geschafft. Das geschenkte Spiel hatte keinen Einfluss mehr auf mein Ergebnis. Platz 1 in der ersten, also in allen Wertungen halt. 48,50 dafür. Erging es denn unserem Schwieser Stahl? Ne, Skatgott, ne? Für den hat es nicht gereicht. Trotz des geschenkten Spiels. Was hat denn gereicht hier? 1062 in der ersten Wertung. Zweite Wertung, auch nochmal 39,50. Da haben 10,91 gereicht. Und in der dritten 69, da war der Abstand dann sogar riesig zum zweiten Platz. Ja, Tandem, wie gesagt, war niemand dabei. Macht nix. Gute Sache, schöner Wiedereinstieg sozusagen in das Turnier. Und ja, abschließend noch zeige ich euch mal, was ansteht im September. Da seht ihr hier am Samstag das PT-Sonderturnier auf skatspielen.de ab 20 Uhr am 7.9. nächste Woche dann das Finale der Einzelmeisterschaft, Online-Einzelmeisterschaft auf Euroskat. Game Duel wird es auch wieder geben natürlich und am 26.9. dann der zweite Teil der Online-Einzelmeisterschaft des Finales. Ja, Leute. Das soll es gewesen sein für das Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Und wir sehen uns, denke ich mal, demnächst in einem Livestream wieder. Bis dahin, macht's gut.